In der Schweiz, wie ihr wisst, gibt es sehr viele Seen, sehr viele Berge. Und auf einer Wanderung habe ich einen wunderschönen Bergbach filmen dürfen. Und anhand dieses Bergbachs würde ich euch gerne eine Chi-Wahrnehmungsübung empfehlen. Und zwar, wie ist das, wenn Wasser auf mich zukommt, also es auf mich fließt? Und wie ist es, wenn ich mich auf dieser kleinen Holzbrücke, auf der ich gestanden habe, wie ist es, wenn ich mich umdrehe und sehe, wie das Wasser wegfließt? Und dazu habe ich gleich den Film gemacht und da könnt ihr einfach mal selber reinfühlen anhand des Filmes, was es im Bauch, in eurer Wahrnehmung macht, wenn das Wasser zu mir kommt oder wenn das Wasser wegfließt. Grund der Übung ist erstmal Qi und überhaupt wahrzunehmen. Und das zweite auch, es ist einer der Gründe, warum wir zum Beispiel Brunnen so aufstellen, dass die Fließrichtung des Brunnens immer zum Haus ist oder zur Tür ist, natürlich jetzt nicht als Bach, sondern dass der Brunnen leicht gekippt ist, sodass das Meer an Wasser zur Haustür oder zum Haus hin fließt, weil wir homöopathisch sozusagen merken, ich bekomme die Energie, keine Energie fließt weg. So, diese Übung könnt ihr quasi überall machen, selber mal auf eine kleine Brücke gehen, wo ein Bergbach ist oder wo ein Fluss fließt oder auch eine Eisenbahnbrücke oder sogar eine Autobahnbrücke. Und jetzt viel Spaß beim Wahrnehmen.